Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Guitars and More, digital bzw. online. Unser heutiges Stück heißt Walking Bass und ist der Kategorie der Bluesstücke zuzuordnen. Man kennt es oftmals bei gewissen Stilrichtungen oder Songs auch als eine sogenannte Bassline, die eine E-Bass-Gitarre spielt. Ich spiele euch mal den Anfang vor. Das ist nicht, also diese Riff-Folgen sind etwas länger, deswegen spiele ich es nicht gleich ganz durch. So weiter und so fort kann man in verschiedenen Geschwindigkeiten spielen. Das war ungefähr die Hälfte des Stückes gerade eben. Wenn man es anders betont, klingt so. Bloß als Beispiel, man kann es als langsamen Blues spielen. Okay, wenn es euch gefällt, wir machen weiter. Wie funktioniert das Stück? Ich zeige es euch auf zwei Varianten oder in zwei Varianten. Zum einen machen wir erstmal die Variante für diejenigen, die noch kein Spiel in der zweiten Lage gemacht haben. Und dann machen wir das einfach so, dass wir, das Stück ist in C, dass wir das C mit dem Ringfinger spielen in der ganz normalen ersten Lage. Wir sind ja hier sehr viel im Bassbereich auch unterwegs. C in der ersten Lage, dritter Bund. Danach kommt das E mit dem Mittelfinger. Danach kommt das F, Ringfinger, Fis, kleiner Finger. Und das G spielen wir dann leer. Das heißt, das Stück ist natürlich auch dafür geeignet, dass man sich ein bisschen mit Vorzeichen auseinandersetzt. Es ist Fis zum Beispiel dabei als Zusatznote. Man hat eine B-Note dabei. Wer die noch nicht kennt, zeige ich euch gleich mal. Beim G sind wir stehen geblieben im Tonraum. Das A kommt noch vor, ist ja bekannt. Und wer A sagt, muss auch B sagen. Das B folgt direkt danach. Das ist bei den Noten gekennzeichnet durch das B-Vorzeichen vor der H-Note. Da darf man also kein H spielen, sondern man muss diesen dritten Bundton auf der G-Seite spielen. Und da hat man dann die B-Note. Machen wir mal das erste Riff zusammen. Jawohl, also auf der D-Seite stellen wir fest, haben wir ziemlich viele Töne, nämlich leer. Dann haben wir sie als Mittelfingerton, E, Ringfinger, F und Fis. Wenn das Fis kommen soll, muss ein Kreuz dabei stehen. Dann gilt es eben für das F, das dann erhöht wird zu dem Fis. Wenn man wieder F spielen soll, im gleichen Takt zum Beispiel, dann gibt es ein Auflösungszeichen. Das sieht ähnlich aus wie das Kreuz, aber doch ein bisschen anders. Dann muss man wieder zum F. Machen wir nochmal. Dieses Riff kommt mehrfach im Lied vor. Ein weiteres Riff ist ein ganz ähnliches, das tonal genauso aufgebaut ist wie das vorherige. Bloß wir beginnen mit F und gehen dann gleich zum A. Und dann kommt unsere vorhin besprochene B-Note. Bei den nächsten Noten sieht man eine H-Note, wo ein Auflösezeichen davor ist. Das hat damit zu tun, weil ja das B-Vorzeichen sonst immer noch gelten würde. Also da ganz normal H spielen, wenn dann kein B mehr davor steht. Genau, und das ist dann auch die höchste Note, nee, nicht ganz, es geht bis zum C und funktioniert von vorne so. Riff 2, das ist die Zeile 3 bei diesem Stück, beginnend mit F. Also wenn man nach oben spielt, ist der Melodieverlauf
schon ein bisschen anders, wie wenn man nach unten spielt. Beim Rückwärtsspielen fallen die Vorzeichen weg. Da müsst ihr aufpassen drauf. Dann kommt wieder das C-Riff und das dritte im Bunde ist das Riff im G. Ähnliche Tonkombinationen. Man beginnt mit dem tiefen G, dann kommt H. Jetzt wandern wir wieder auf dieser Seite diesmal mit den Fingern 2, 3, 4 nach oben. Das sind die Noten H, C und Cis. Nur da kommen jetzt leichte Variationen. Das seht ihr aber an den Noten. Da kommen manchmal nicht wie zuvor oder kommt nicht so wie zuvor die gleiche Note zweimal hintereinander, sondern es kommen auch mal Einzelnoten hintereinander. Ich spiele es euch mal langsam vor. Das ist die vorletzte Zeile in diesem Lied. Also ihr habt gemerkt, sonst das gleiche System wie zuvor, nur die letzten beiden Noten waren unterschiedliche Noten. Der Takt danach geht so. Auch wieder zwei verschiedene Noten am Schluss, etwas anders wie am Anfang. Ansonsten beginnen auch zum Schluss die Riffs so wie zuvor, nämlich man spielt immer einen dritten Bund, geht dann mit dem Mittelfinger auf die nächste Seite und so weiter. Und das Schlussriff ist ganz ähnlich wie am Anfang, es ist eigentlich gleich wie der erste Takt erstmal. Und der Schlusstakt besteht nur aus G-Noten, nämlich dieser G-Note und der tiefen G-Note. Wenn man die letzte Zeile zusammenhängend spielt, klingt es so. Wenn man sie schnell spielt, klingt es so. Jawohl, ich hoffe, ich konnte euch dabei oder mit diesem Video wieder was Interessantes zeigen. Es gibt bei mir in Kürze auch ein Video mit dem gleichen Lied, wo man es dann in der Originallage, so wie es eigentlich gedacht ist, in der zweiten Lage spielt. Das dürfte aber für einige leicht Fortgeschrittene noch ein bisschen zu kompliziert sein. Da würde ich empfehlen, vielleicht doch erst die erste Lage zu nehmen, um auch den kleinen Finger für das Fis noch ein bisschen besser zu trainieren. Okay, bis bald, ciao.